Jetzt, Tura muss zum Blut ziehen. Ja, heute ist Ohr wirklich sehr kalt bei ihr. Und Lina etwas von der Rolle. Aus gutem Grund. Die trüben Tage. Auch im Zoo hinterlassen sie ihre Spuren. Die Stimmung? Eher so mittel. Auch hier bei Kathi, der einzigen Anoa-Dame. Die setzt jetzt selten einen Huf vor die Türe. Tropisch feucht. Das wäre schöner für Rinder wie Kathi. Steffen Tucholsky versucht's trotzdem mal. Soll er gut sein für die Seele. Das Grün. So. Ah, da wird sie sich freuen. Das ist ein ordentlicher Salat. Bei uns ist es ja auch immer so schön, wenn wir auch bei diesem Wetter mal irgendwie eine Motivation finden, rauszugehen und irgendwas zu machen, wenn es bloß ein Spaziergang ist. Und bei den Anoas ist das natürlich auch. Gerade die Jungs freuen sich natürlich, wenn sie mal, wenn Kathi rauskommt, also wenn Kathi nicht den ganzen Tag drin liegt. Es ist ja die einzige Dame hier im Hause sozusagen. Und dann freuen sich die männlichen Anoas alle natürlich, wenn Kathi sich mal blicken lässt. Und ja, die liegt ausgerechnet sehr, sehr gerne drin. So, und Kathis Liebe geht auf jeden Fall durch den Magen. Und ich glaube, das sollte sie motivieren, rauszukommen. Gut, ja, dann können wir starten. Na, hoffentlich hat sie Appetit auf den Salat. Tura. Vor Monaten starb ihr Kalb. Das tote Jungtier liegt nach wie vor im Mutterleib. Gut abgeschirmt bisher. Turas Zustand muss streng überwacht werden. Wir ziehen jetzt Blut für oder bei Tura, damit der Doktor eben gucken kann, ob sie immer noch gut geht. Äußerlich macht es den Anschein. Gewichtsmäßig sieht es auch gut aus. Das Jungtier ist eben immer noch drin. Und um zu gucken, ob es nicht irgendwann dann doch die Mutter eventuell vergiftet, müssen wir eben regelmäßig das Blut ziehen. Und das werden wir jetzt versuchen. Gut, auf geht's. Die Prozedur. Inzwischen Routine für Elefant und Pfleger. Und trotzdem immer wieder belastend. Ja, die Behandlung ist immer Stress für sie, aber sie macht da eigentlich relativ gut mit. Also dass sie jetzt auch Urin und eventuell Kot absetzt, ist eigentlich so ein Zeichen dafür, dass sie jetzt eben aufgeregt ist und dass es Stress ist. Sie macht es natürlich nicht gerne. Also ich denke, als Mensch geht man auch nicht unbedingt gerne zum Blutziehen. Und sie weiß ja schon, was jetzt auf sie zukommt. Aber vom Trainingsstatus ist es eigentlich so gut, dass sie relativ gut mitmacht. Und wenn es dafür ist, Popcorn von Michael. Eher eine Ausnahme. Da brauchen wir halt keine Äpfel oder Brot schneiden. Und so haben sie halt auch was ganz Leckeres und mal was ganz Besonderes. Und für so eine besondere Aktion gibt es halt auch besonderes Futter. Wenigstens eine kleine Entschädigung. Die Behandlung, immer wieder ein Geduldsakt. Also wir versuchen jetzt mit dem heißen Wasser eben die Adern zu weiten am Ohr, dass sie für uns besser sichtbar werden, dass wir im Prinzip wissen, wo wir zustechen müssen. Aber heute ist Ohr wirklich sehr kalt bei ihr. Da dauert es ein Weilchen. Der Herbst. Auch bei mir hinterlässt er Spuren. Die hier trifft's noch mehr. Lina und ihre Kinder. Das Schmuddelwetter schlägt langsam aufs Gemüt. Doch hinter den Kulissen, da wird schon gewerbelt. Ja, das ist absolutes Scheißwetter und da können wir die Bären noch nicht so lange draußen lassen, wenn das so feucht ist. Da versuche ich denen hier die Zeit ein bisschen schöner drinnen zu machen. Die Kabelrollen habe ich einen Elektrikern gemopst, aber ich habe sie vorher gefragt, die brauchen sie nicht mehr. Und ich versuche das jetzt mal irgendwie hier anzubringen, dass das auch geht.
Scheiße. Die müssen das dann hin und her drehen, dann fällt das raus und dann saugen die ja da dran. Ich hoffe, das dauert ein bisschen länger und nicht, dass sie es gleich haben, sonst macht es ja keinen Spaß. Das soll ja ruhig ein bisschen anstrengend sein. Die Küken. Eine Art Kinderüberraschung. Gut schütteln. Für Liam und Sheba. So, macht den Spaß hier drüben noch einmal. Für jeden Bären eine Rolle. Da kommt dann auch kein Streit auf. So, das ist das. Und nun Nummer 3. Oh, mit erhöhter Schwierigkeit. Komm, dann werde ich noch ein bisschen Honig drüber machen, um die Sache ein bisschen interessanter noch zu machen. Da wissen sie gar nicht, was sie als erstes machen sollen. Na, das kann ja was werden. So. Das ist schön. Da holen wir mal die Rasselbande rein. Mal sehen, was sie sagen. Mutter Lina, ganz zielstrebig, hat die Leckerei schon fest im Griff. Und die Kinder? Einfach von oben geguckt. Das geht schlecht. Liam, noch orientierungslos. Und hier? Kathi. Schon auf der richtigen Spur. Kommt tatsächlich vor die Türe. Und das schneller als gedacht. Jetzt hat das Futter eben doch ganz gut gelockt. Das ging ja ganz schön. Und jetzt läuft sie erstmal durch die Anlage, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Das ist ganz normal und dann wird von der anderen Seite angegriffen. Und das Schöne bei den Anoas ist, man sieht richtig, wenn die Freude haben, weil die fangen dann einfach an zu hüpfen. Man kriegt richtig mit, das ist so ein Hormonschwung, der hochkommt und dann geht es denen einfach wirklich richtig prächtig. Da wird auch gleich Sportprogramm und man sieht schon, gekämpft wird auch, das wird alles in einem gemacht. Das ist dann immer richtig toll und das kann man einfach machen, indem man so ein bisschen Laub holt, da muss man sich gar nicht viel einfallen lassen. Das ist ganz, ganz simpel, schönerweise bei den Anoas. Ne, Kathi? Ja, und hinterlässt Wirkung nebenan. Bei Bernhard. Auch seine Hormone kommen jetzt in Schwung. Aber es bleibt heute bei einer Zaunbekanntschaft. Ist auch besser so. Na, Bernhard würde interessiert rübergehen, wenn die Tür jetzt aufgehen würde. Und ja, Kathi wäre wahrscheinlich im ersten Moment auch ganz angetan davon, aber sie würde ganz schnell merken, dass Bernhard nicht einfach nur spielen will, sondern er möchte sich auch gerne paaren und seine Gene weitergeben. Ist ja auch völlig normal. Das würde Kathi dann aber nicht zulassen. Die würde wahrscheinlich dann ihre Hörner ganz schnell einsetzen. Erstmal versuchen wegzulaufen und die machen das so, beim Weglaufen dreht sich die Dame einmal um, rammt dann wirklich die Hörner in die Seite und das geht dann nicht gut aus. Dann lieber so. Freut mich richtig, dass die Anoas jetzt so happy sind. Der Tag hier ist gerettet. Tura hat das Schlimmste gleich überstanden. Schlägt sich wieder mal tapfer. Zumindest äußerlich. Die haben eigentlich genauso ein Schmerzempfinden wie wir. Also Wildtiere an sich zeigen das ja nicht so aus Sicherheitsgründen. Weil jeder, der Schwäche zeigt, ist in der Natur ja im Prinzip schon ein Fressopfer. Und Schmerzen haben die aber ganz genauso. So. Die Blutabnahme genau darum umso wichtiger.
Das war's. Dann würde ich es mal zum Doktor bringen. Nur so wird deutlich, wie es wirklich in ihr aussieht. Morgen. Morgen. So, viel Danke. Spaß damit. Danke. Tschüssi. Sonst noch was Besonderes? Nö. Alles. Alles beim Alten. Bis dann, tschüssi. Dr. Bernhard bereitet die Probe vor fürs Labor. Zentrifugierung, wird gleich laut. Danach kann das Serum dann untersucht werden. Also an Hormonen untersuchen wir ja das Gelbkörperhormon, was uns praktisch anzeigt, solange das hoch ist, ist nicht mit einer Geburt zu rechnen. Doch letzte Woche war es niedriger als bisher. Ein Warnzeichen. Es ist im Moment eine Zeit, wo man durchaus auch damit rechnen kann. Die Pfleger sind entsprechend sensibilisiert, gucken uns also Tura besonders genau an. Und jeder kleine Hinweis wird also sehr ernst genommen und mehr können wir erstmal nicht machen. Sondern wir müssen dann reagieren, wenn es eben losgeht. Die Geburt. Künstlich kann sie nicht eingeleitet werden. Das Risiko ist zu groß. Die Gebärmutter könnte reißen und Tura vergiften. Wir denken, dass mit wieder einsetzendem Zyklus es zu einer Geburt ähnlichen Situation kommen kann und das Kalb sozusagen geboren wird. Es ist ja noch in den Fruchthüllen relativ stark abgekapselt, in der Gebärmutter vorhanden. Und das Blut ist im Grunde genommen das Einzige, was uns wirklich richtig weiterhilft. Bis zu 13 Monaten hat das bei anderen Kühen schon gedauert. Da bleibt noch etwas Zeit und Hoffnung. Für Tura geht erstmal der Alltag weiter. Heute steht noch Baden auf dem Programm. Und da hat sie also ihre Vorlieben. Alina ist mal wie eine Verrückte, ha? Die Bärenmutter. Wenn es ums Fressen geht, kennt sie keine Verwandten. Das Söhnchen tastet sich langsam vor. Die Kinder schlecken erstmal nur einen Honig, die wissen noch nicht, dass was drin ist. Ja, Hauptsache Zucker. Bären sind ja Allesfresser. Und das Süße ist also gerade, das ist natürlich beim Bären das Oberste, das ist immer das Beste. Honig ist für die absolute Leckerei. Gibt's aber selten, weil das ist ja dann zu viel Zucker. Aber ab und an. Lina braucht was Deftiges. Küken gibt's auch nicht immer. Weißt du, Lina, deine armen Kinder, da wird er nur du. Da hängt schon was raus, das sieht die gar nicht. Die ist so gierig. Aber wie immer, Lina. Wie immer, Lina. Das ist. Die stürzt sich als allererstes in die Kinder. Dann schmecken die Weile die süßen Früchte. Ist auch nicht schlecht. Da kennen sie keine Verwandtschaft. Du musst mal dorthin gucken, Hase, da ist auch noch was drin. Hm? Zu gut verschlossen. Na was denn, ich kann euch nicht helfen. Macht mal, kommt. Halt das Ding um. Das wird eure Mutter wieder fressen, nehme ich mal an. Hm? Komm, mein Schatz, mach mal. Los, Liam, mach mal hin. Mein Schatz, ich mache. Ja, Zeit wird knapp. Mutter ist schon in Rolle 2. So war das nicht gedacht. Elternglück. Bei ihm steht seit Tagen auf der Kippe. Verlor seine Frau mitten in der Brutzeit. Ein tragischer Unfall verursacht von ihr hier, Laila. Sie hat die Henne zertreten. Alles gut?
Aus Versehen. Eieiei. Das Gelege seitdem in Gefahr. Der Hahn und seine große Tochter plötzlich allein verantwortlich für die Eier. Josephine Alaze verfolgt diese Tragödie. Ist vielleicht der letzte Akt heute. Ist ja gut. Ja, ist gleich vorbei. Also, zwei Eier sind noch da. Doch zwei spurlos verschwunden. Kein gutes Zeichen. Schauen wir mal, ob die angepickt sind. Sind auch kalt. Hier, na, ist ein kleiner Riss zu sehen. Die Brutzeit ist jetzt schon vorbei. Das heißt, es hätte jetzt in den letzten zwei, drei Tagen was schlüpfen müssen. Ja, die Eier sind aber unterkühlt und ich habe ja auch die letzten Tage immer alles beobachtet und so. Er saß nicht ein einziges Mal drauf, hat nicht gebrütet. Von daher sind die sicherlich, die sind definitiv abgestorben. War wohl einfach zu viel für ihn. Also normalerweise wechseln die sich eben ab mit den Brüten und er muss es letztendlich alleine machen und das schon nach kurzer Zeit. Naja, man hat ihm schon angesehen, dass er da schon ganz schön, überfordert war. Ja, dann können wir die mitnehmen. Ich kann natürlich das eine noch mal aufmachen. Lass uns mal gucken. Schwerer. Das könnte aber auch nur Dotter sein. Nur Dotter? Dann wären die Eier ja unbefruchtet. Und er hat es einfach rechtzeitig gemerkt. Ja, das würde ja ein ganz anderes Licht auf die Sache werfen. Die hier merken es immer noch nicht, dass da was ist. Unter dem Apfel. Mein Schatzi, du Macher. Gefährlich. Das ist aber. Mutter Lina? Inzwischen fertig mit Rolle 2. Naja, wenn's Lina frisst, ist auch nicht so schlimm. Die hat doch die zwei kleinen Mäuse, die haben die auch ordentlich ausgesaugt. Und die Kinder, das ist ja nur nicht A. Nun, es ist passiert. Auch die letzte Rolle gehört Lina. Das war klar, dass du das wieder machst. Tja, gewusst wie. Da liegt was, Hase. Geh mal hin, hol's dir. Zu spät. Die ist nicht dumm, ne? Die schmeißt das, die ist nicht dumm. Ist ja schon was rausgefallen. Du brauchst ja bloß zu fressen. Genau. Das ist wie ein Staubsauger. Die schließen die Nasenlöcher und saugen das wie so ein Vakuum auf. Und deswegen können die auch hier dort sehr gut saugen. Also die können natürlich nicht riesengroße Teile, aber so Küken kriegen die gut weggesaugt. Ja, Lina hat den Spaß für drei ganz alleine weggeatmet. Naja, das Leben ist hart. Aber wie gesagt, die haben ja genug anderes Futter da. Das ist nicht so schlimm. Die müssen sie auch mal lernen. Und außerdem, wenn sie sehen, sie es ja von ihrer Mutter, wie es geht. In der Natur ist es ja auch nicht anders. Die machen denen ja das auch, die zeigen denen das ja auch, was sie machen müssen. Und deswegen sind die auch eine ganze Zeit noch bei der Mutti, um das zu lernen, was sie fressen dürfen, was nicht und wo sie Angst haben müssen. Aber hier hat sie eigentlich noch nicht gezeigt, dass sie Angst haben müssen davor, sondern hat gezeigt, wie es geht. Aber das lernen sie noch. He? Ein Kleiner. Liam, da ist so. Herr Liam, du bist der Oberschüssel. Ja, er braucht noch ein bisschen Mut. Aber das wird schon noch. Tora, woran es bei ihr liegt, ist unklar. Baden? Jedenfalls gehen andere lieber. Freundin Seida zum Beispiel. Wie kennen sie sich seit Kindertagen? Die Freude am Wasser aber teilen sie nicht.
Das genießt Seider viel mehr. Vielleicht hilft's ihr gegen den Herbstblues. Eine halbe Wanne, das reicht Dora. Und das wird auch völlig akzeptiert. So. Na, sieht doch gut aus. Also, Dora hat normales Verhalten gezeigt. Die geht eh nicht so gerne bei uns ins Wasser rein. Warum, wissen wir allerdings nicht, aber es hat nichts mit dem Jungtier zu tun. Also, sie war auch schon von Anfang an, dass sie in kein einziges Becken gerne reingegangen ist. Und ansonsten ist sie so weit, wie sie wollte, ist reingegangen. Und wir drängen die da jetzt auch nicht weiter rein. Warum? Und danach hat sie eigentlich das natürliche Verhalten gezeigt, wie der andere Elefant auch nach dem Baden sich wieder voll gesandet, dass er wieder sich schützt vor Insekten und vor Sonneneinstrahlung. Und von da, also nichts Auffälliges, alles gut, kann man sagen. Den Umständen entsprechend normal. Und das Labor bestätigt das. Die Blutwerte sind auch in Ordnung. Bleibt hier erstmal also alles beim Alten. Josie will Klarheit. Was ist mit den Eiern? War er überfordert oder die Eier einfach unbefruchtet? Hier ist auf jeden Fall was drin. Also doch. Hier sieht man den kleinen Schnabel. Der Vorgang des Schlüpfens ist halt für so einen Küken extrem anstrengend, weil das müssen die halt selber schaffen, ne? Also da können die Eltern auch nicht großartig helfen. Außer so lange brüten, bis die Kraft zum Schlupf reicht. Er muss es letztendlich alleine machen und das schon nach kurzer Zeit, weil die ist ja schon nach nicht mal der Woche schon verstorben. Von daher hat er den Rest sozusagen selbst gemacht und man sieht ja, dass sich was entwickelt hat, das ist auch schon toll. Aber es hat eben dann zum Schluss nicht gereicht, ne? Also weil er einfach dann gar nicht mehr raufgegangen ist. Diese Aufgabe war einfach eine Nummer zu groß. Und es bringt auch nichts, die wegzunehmen, die künstlich auszubrüten. Dann es ist erstmal schon ein größerer Aufwand. Die muss man ja dann auch 3-4 Wochen eben auch betreuen. Und ich kann die eben nicht mehr auf die Anlage bringen und vor allen Dingen nicht mit dem Vater, also mit dem Hahn oder mit der Schwester integrieren. Das funktioniert nicht. Es gibt nicht immer ein Happy End. Auch das ist Natur. Ja, ist schade. Naja, aber immerhin hat das ja so weit geschafft alleine. Also deswegen war es gut, das so lange wie möglich liegen zu lassen und so wenig Stress wie möglich. Und ja, viel mehr können wir gar nicht machen. Gut. Die würde ich dann entsorgen. Für ihn sind nun 3 anstrengende Wochen vorbei. Jetzt kehrt wieder Ruhe ein. Und wir machen auch ein Päuschen. Statt Federvieh aus dem Leipziger Zoo sehen Sie am kommenden Freitag die hier, die goldene Henne. Wir sind dann wieder am 4. November für Sie da. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.